Also sie sehen mich und denken sich so, oh mein Gott. Deine Augen sind ziemlich schwarz, mein Lieber. Ja. Sind das irgendwelche Kontaktlinsen, die du drin hast? Nee, die sind... was ist das denn? Genau, das ist eine Prepaid... Nein. Karte. Du darfst auch gerne anfassen, wenn du möchtest. Also ich habe damit kein Problem. Trau dich. Was hast du bisher für all diesen Kram ausgegeben? Boah, das ist krass. Naja, mach keinen Scheiß. Habe ich dir auch noch ein Geschenk mitgebracht? Mach keinen Scheiß. Damit habe ich nicht gerechnet. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und wir treffen heute einen Mann, der sich die Ohrmuscheln abgeschnitten hat. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Jeder fünfte Deutsche ist tätowiert und es werden tendenziell immer mehr. Bei Body Modifications wird der gesamte Körper nicht nur tätowiert, sondern auch modifiziert, zum Beispiel in Form von extremen Piercings und Implantaten. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie sich Mikrochips unter die Haut setzen. In Deutschland sind es schätzungsweise 2000 bis 3500 Menschen, die das getan haben. Freunde, mir ist ganz wichtig zu sagen, jeder kann mit seinem Körper tun und lassen, was er will. Tätowiert euch oder lasst es bleiben. Aber das, was wir uns heute anschauen werden, ist ein Extrembeispiel. Und ich möchte auch, dass ihr wisst, dass Experten vor Body Modifying warnen, weil es gesundheitliche Risiken birgt. Es können sich Dinge entzünden und es können auch andere schwere Krankheiten entstehen. Also seid bitte vorsichtig. Das war's jetzt mit dem Faktencheck, Freunde. Hier unten seht ihr die Abo-Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos gucken und sie vielleicht sogar richtig gut finden, aber diesen Kanal noch nicht aktiviert haben. Holt das gerne nach. Aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Vielen Dank an alle von euch da draußen, die das schon getan haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir gehen los und treffen Sandro. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo Sandro, mein Lieber. Hallo Leroy. Alles klar bei dir? Läuft. Und selbst? Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Hallo, mein Name ist Sandro, ich bin 41 Jahre alt und für einige da draußen sogar als Mr. Skullface bekannt und ich komme aus dem schönen Brandenburg. Mr. Skullface, ja, ich glaube, da sind einige Fragen heute zu stellen. Ich werde versuchen, ganz frei und raus alles zu fragen. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten willst, dann sag das bitte. Aber ich glaube, das wird heute für alle Beteiligten sehr spannend und wenn du bereit bist, dann legen wir direkt los. Dann los. Wann ist bei dir so der Wunsch oder der Gedanke mit dem ersten Tattoo entstanden? Weil das fängt ja manchmal mit so einer, ich kenne das so auf der Innenseite vom Fuß oder so, so eine kleine Inschrift. Manche sind im Urlaub und lassen sich dann Gruppentattoo stechen oder irgendwie sowas. So, ne, so ganz abgefreakt und ist es bei dir aber irgendwie, wie ist es bei dir gelaufen? Bei mir fing es an mit einem kleinen, Tribal auf dem Unterarm. Ne, also das hier war mein allererstes. Aha. Und da war ich 17. Mit 17? Mit 17. Was hast du da gedacht? Hauptsache Tattoo. Ganz ehrlich, also anders war das früher nicht. Ne? Man wollte halt irgendetwas haben, damit es halt auch ein bisschen sichtbar ist. Ne? Dann hatte ich hier am Hals so einen Teufel, der sich so aus der Haut rausdrückt. Man wollte halt das so ein bisschen präsent haben. Ne? Hier nicht so irgendwie am Knöchel, wo es halt keiner sieht oder Schulterblatt. Da war man halt selber noch unreif und hat nicht für sich selber das gemacht, sondern hier, guck mal, ich hab das und das. Ne, so ein bisschen angeben, protzen, weil viele hatten das noch nicht. Heutzutage, gut, laufen schon 16-Jährige mit einem Unterarm-Tattoo oder Hals-Tattoo rum. Ne, kann man einerseits, also ich sag mal, kritisch sehen, weil man sich auch viel damit verbauen kann. Und das sag ich als Schlagtätowierter. Das aus deinem Mund, bin ja. Ich gerade sehr überrascht. Es ist aber wirklich so, weil in der heutigen Zeit sind die Menschen eher so, oder gerade die Jugendlichen, sichtbar, Hand, Unterarm, Hals oder halt über der Augenbraue. Und das machen die nicht mehr für sich selber. Es ist nur noch dafür da, um zu protzen, um zu prollen. So hier, guck mal, ich habe mich tätowieren lassen. Ohne zu überlegen, dass man sich selber damit vieles verbauen kann. Weil es gibt genug Chefs da draußen, die einfach sagen, Handtattoos wollen wir hier nicht. Das wirkt nicht seriös genug. Ist auch spannend. Da bin ich auch mal auf die Meinung von den Zuschauern zu Hause gespannt. Wie seht ihr das? Versteht ihr das, wenn ein Chef sagt, nee, sowas passt nicht in meine Firma, sowas passt nicht ins Bild? Oder müssten wir uns als Gesellschaft irgendwie dahin entwickeln, dass so etwas auch völlig in Ordnung ist? Aber das, was ich jetzt heute sehe, passt irgendwie nicht so ganz mit, ich mache mir ein, zwei Tattoos zusammen. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe noch nie, glaube ich, so in Real Life jemanden gesehen, der so viel Tattoos und Körperkunst und sowas an sich hat. Das ist bei mir entstanden. Also das hat sich immer so weitergebildet. Das hat sich dann herangereift. Meiner Schwester zum Beispiel, übrigens Betty, schöne Grüße, gebe ich Schuld daran, dass ich angefangen habe mit Piercen, also mich piercen zu lassen,
weil sie mich genötigt hat, mir ein Ohrloch stechen zu lassen. Ja, mach, und ist ja eh nicht so schlimm und so. Ja, Endergebnis war dann, kamen mehr Ohrlöcher, dann kam so ein Outer Cunch, also rausgepunchtes Ohrloch oben, 5 cm große Ohrlöcher, dann halt Dutzende. All diese Tunnel, ne? Oder genau, was? Ja. Dutzende Piercings, die mir dann halt so im Normalzustand auch nicht mehr gereicht haben, dass ich sie dann gedehnt habe. Ne? Also hier 12, 13 mm, 13, 14 mm Septum. Warte mal, okay, also das sind richtig große Löcher dann, ja. Oder was? Sind die jetzt in deiner Innenseite? Ja, sonst, wenn du willst, nehme ich auch mal einen raus. Ja, klappt. Ach du Scheiße. Boah, Sandro, das ist, du musst mich doch warnen davor. Ich hab diese, ach, da gibt man doch keine Warnung. Oh mein Gott. Ah. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Okay, erklär mir mal, bei den ganzen Piercings und Tunneln und so, du sagst, deine Schwester hat so dafür gesorgt, dass du den ersten dir reingemacht hast ins Ohr und dann ging das irgendwie immer weiter. Aber dieses immer weiter, das würde mich halt interessieren, weil ich habe mir Ohrlöcher gemacht, so für Ohrringe, und dachte mir dann, okay, reicht. So, hat ein bisschen wehgetan, so, war ein bisschen nervig, wie das dann alles verheilt und so, dachte ich mir, komm, einmal, jetzt hast du das und bist zufrieden. Und bei dir ist aber so die Lust nach mehr gewesen. Richtig. Also ich hatte dann diese Ohrlöcher und die haben mir dann nicht gereicht. Es mussten dann mehr Ohrlöcher werden. Aber das reichte mir auch wieder nicht. Also kamen dann Piercings. Dann habe ich so Augenbraue, hier war auch noch mal einer drin. Und vom Piercing aus habe ich gesagt, ich mache mir ganz viele Piercings. Aber ich würde mir niemals was unter die Haut setzen lassen. Also das fand ich 2007 noch total schrecklich, muss ich sagen. Ich habe gesagt, niemals kommt mir was unter die Haut. Aber Piercen, alles. Hier Kinn, Hals hatte ich. Hier in der Hand hatte ich welche drin, hier im Handgelenk. So Oberflächenpiercings und sowas. Dann habe ich leider jemanden im Fernsehen gesehen, der hatte Spikes auf dem Kopf. Also sowas wie ich hier gerade. Sagt, sie sind aufgeklebt. Nein, das ist, sind 4 Platten unter der Kopfhaut. Zeig mal. Heilige. Okay, ich wollte gerade fragen, du drehst die. Kann man dann auch einfach rausschrauben und dann hat man halt. Das gibt's doch nicht. Ja, auch für die Zuschauer. 4 kleine Platten unter der Haut. Also du hast es einfach im Fernsehen gesehen, das ist es. Das fand ich dann so geil und da war dann dieses niemals was unter die Haut. Das war dann für mich so, habe ich nie gesagt, weiß ich nichts mehr von. Dann habe ich mich ein halbes Jahr informiert, wer das macht. Hab dann einen gefunden, das war ein Ami, der ist dann hier in Deutschland gewesen. Und dann habe ich mir das machen lassen. Und hab die jetzt seit 2008, sind sie hier da oben drin. Ich muss ehrlich fragen, tut das nicht höllisch weh, sich so eine Platte da reinmachen zu lassen? Na, es ist unangenehm, aber man kann es halt aushalten. Die Abheilungsphase ist, also hier oben hatte ich jetzt das Glück, keinerlei Blutung oder Schwellung oder sonst irgendwas. Das war wunderbar. Mhm. Bei dem Beulen am Unterarm war nach 3 Tagen der gesamte Unterarm grün und blau. Bei der Beule? Ja, also bei denen hier. Ach, du hast da so Hubbel drin. Genau. Das sind 4 Halbkugeln aus Hartsilikon. Die liegen einzeln drin. Hier oben sind sie halt zusammen mit so einem Hautkleber zusammengeklebt und dann unter die Haut gesetzt. So wie Silikon-Brustimplantate. Genau. Also nur, dass die hier hart sind. Ah, in der okay. Hand, wie gesagt, sind sie ja, okay. Etwas weicher. Entschuldige, dass ich immer so ein bisschen zurückzucke, aber ich stelle es mir immer so unter meiner Haut vor und erschreckt mich einfach, weil ich habe das noch nie gesehen, weißt du? Ach, so eigentlich, du darfst auch gerne anfassen, wenn du möchtest. Also ich habe damit kein Problem. Trau dich. Boah, das ist krass. Ey, Sandro, das ist echt, das ist krass. Ja, das riecht hart. Aber das ist man kann das so etwas, schieben? Genau. Kannst du das auch so bis in den Finger reinschieben? Oder? Nein. Der Schmuck verkapselt sich unter der Haut. Also der verwächst, es entsteht ein Narbenmantel drumherum, damit das Zeug halt da bleibt, wo es hingehört. Hier natürlich auch dadurch, dass wir hier die Haut runtergedrückt haben, ist die Haut hier wieder angewachsen. Und wenn ich jetzt volle Möhre gegenhauen würde, dann kann es natürlich passieren, dass das aufreißt. Aber dann habe ich darunter wahrscheinlich so eine Blutung oder Schwellung, dass der nächste Chirurg mir das dann entfernen muss. Ja, wie sieht das so medizinisch aus? Checkst du das mit irgendwelchen Ärzten ab, die dann Nein. Nein, ich gehe dazu Bodymodern. Also viele fragen auch immer, ja, welcher Arzt macht denn sowas?
Keiner. Es sind spezielle Bodymodder, sind also Piercer, die sich extrem weiterentwickelt haben. Die halt genau wissen, wie tief muss ich schneiden, wo kann ich die Haut vom Fleisch lösen, wie wird das Ganze vernäht. Aber ich muss sagen, Hände und Unterarm, also dieser extreme Bluterguss, alles noch total harmlos gewesen. Also wirklich harmlos. Okay, du sagst bei den Beulen hier oben, das war so schön geschwollen, du hast die nicht gesehen. Die waren weg. Also die Schwellung lief in einem Rutsch einfach gerade rüber. Also dein Körper meldet sich auf jeden Fall bei solchen Eingriffen. Genau, weil es ist ja schon große Fläche, die da gedehnt wird. Und die Haut muss ja erstmal irgendwie reagieren. Also extreme Schwellung. Und die ist dann irgendwann gewandert. Und dann hatte ich dann komplett grün-blaue Augen. Also es sah aus, als wenn mir gerade zwei nette Herren die Augen poliert haben. Mhm. Ich habe dann auch auf so geguckt teilweise. Ich konnte gar nichts sehen. Sehr unangenehm. Ne? Und die Schwellung ging aber weiter runter. Die hatte ich dann irgendwann auf den Wangen. Ich sah aus, als wenn ich gleich mal 10 Kilo zugenommen hätte. Und dann hat mein Modder auch gesagt, wenn die Schwellung hier ankommt, ja, dann bitte ab zum Arzt. Ja, weil dann wäre sie eventuell am Hals. Ah, okay. Das wäre natürlich dann für mich ein Risiko geworden. Das wäre aber dann das Risiko, genau, gewesen. Aber ab den Wangen haben sie sich dann, es hat sich halt verdünnisiert, aufgelöst. Okay. Ging also alles gut aus. Also ich wär sofort zum Arzt, aber das ist am Ende sehr gut gegangen, das ist die Hauptsache. Genau. Ich muss gerade mal fragen, weil du gerade von grün-blauen Augen gesprochen hast. Deine Augen sind ziemlich schwarz, mein Lieber. Ja. Sind das irgendwelche Kontaktlinsen, Nein. die du drin hast? Nee, die Nein. Also der Reflex, die Brille abzunehmen, wenn die Leute das wissen wollen. Ich habe komplett schwarze Augen. Die sind unterspritzt. Also viele reden immer von A-Ball-Tattoo und dann gibt es halt die Jugend, die dann denkt, yeah, mit der Tattoo-Maschine rein ins Auge. Nein, das wird natürlich nicht so gemacht. Da kommt eine schöne, feine Nadel und die haut man dir mal so ein bisschen in die Sklera. Hm. So 3-4 Stiche ungefähr pro Auge. Und dann hat man schwarze Augen. Kannst auch rot, grün sehen. Pink. Du hast dich für schwarz entschieden, okay. Ja, weil mein Modder hat mir auch gesagt, schwarz ist einfach die Farbe, die am besten funktioniert. Wenn du jetzt stark tätowiert bist mit, meinetwegen Pink, wir nehmen mal eine schöne, krasse Farbe, und du hast noch nie irgendeine Nebenwirkung mit dem Pink gehabt, also es ist immer gut verheilt, dann kannst du mit dem Pink auch zu ihm gehen und sagen, ich will das haben. Dann kriegst du das in die Augen. Ja, reagierst du zum Beispiel bei roten Tönen extrem allergisch, oder die Heilung verzögert sich, dann solltest du das nicht unbedingt in die Augen klatschen. Okay, okay. Ne, weil der Körper so schon darauf reagiert und dann wäre es in den Augen natürlich ein absolutes Risiko. Was würdest du denn selber sagen, ist so der wildeste Eingriff, die verrückteste Veränderung an deinem Körper, die du jemals gemacht hast? Der verrückteste oder wirklich krasseste Eingriff ist halt das Entfernen meiner Ohrmuschel. Und ich muss sagen, Ohrmuschel, weil viele immer denken, mein Ohr wäre jetzt komplett weg und ich höre halt nichts mehr. Ah, doch, da ist, ja, ich meine, dass du mich hörst, merke ich, aber da ist ja das Loch, ja? Genau, mein Gehörgang, den besitze ich halt noch. Und das ist auch so eine der meistgestelltesten Fragen so in den letzten Jahren. Wie hört der denn noch? Hörst du schlechter als vorher? Nein, also ich muss aktuell sagen, ich kann genauso gut hören wie vorher. Mein Modder hat mir natürlich auch gesagt, es kann sein, dass jetzt du zum Beispiel sagst, ja, da in dem Radius, da steht der. Bei mir könnte es sein, dass aus so einem Radius halt so einem Radius wird. Also der halt etwas weiter gefächert ist. Ja. Aber beeinträchtigt bin ich bisher nicht. Warum schneidet man sich die Ohren ab? Weil sie mir einfach nicht mehr zugesagt haben. Also sie haben mir einfach wirklich nicht mehr gefallen. Auch die 5 cm großen Tunnel. Jetzt könnte man sagen, dann mach doch einfach nur die Ohrlöcher wieder kleiner. Aber ich bin halt so ein Typ, ganz oder gar nicht. Verschenkt man die dann? So wie Haare? Manche rasieren sich ja die Haare und verschenken die. Ich hätte sie auch da lassen können, ne? Also bei dem Bodymodder. Ich habe auch schon ein Angebot gekriegt für 2000 Euro. Das glaube ich. Die zu verkaufen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich sagen würde, nein, ich habe sie zwar entfernt, aber sie gehören ja immer noch mir. Okay. Es sind halt meine. Und warte, dementsprechend, guck mal her. Naja, mach keinen Scheiß. Habe ich dir auch noch ein Geschenk mitgebracht. Mach keinen Scheiß. Zum Anschauen. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Ja. Musst aber gerade halten. So rum? Ja, so rum aufmachen. Leicht ankippen und dann... So kippen? Genau. Ach du Scheiße. Das kann man rausnehmen? Ja, kannst du am besten immer ein bisschen hochkant halten.
Weil es ist zwar so. Zugeklebt, aber. Soll ich die Kiste so lange nehmen? Ich brauche einen Moment. Ich nehme sie dir mal ab, so lange. Ich brauche einen Moment. Also Sandro, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt sie verschenkt oder verkauft. Nein. Oder vielleicht auch weggeschmissen. Aber ich denke gerade so ein bisschen an Horrorfilme. Kennst du das, wo genau, irgendwer einen Kühlschrank aufmacht und dann ist da so ein Kopf drin? Genau daran denke ich gerade. Ich sehe aber auch, also ganz im Ernst, ich bin mal gespannt, wie die Zuschauer das zu Hause sehen, aber ich hätte hier ganz ehrlich ich hätte nicht erwartet, dass das Ohren sind. So auf den ersten Blick, weißt du? Weil du hast wirklich riesige Löcher da drin gehabt. Ich hätte jetzt nicht, Meter. Ja. Das ist halt die Muschel, wenn du dann das so dran. Boah, Wahnsinn. Genau. Ich habe natürlich auch den Plug oben im Knorpel drin gelassen bei dem einen. Den sehe ich. Und wo stellst du dir das dann hin? Die stehen bei mir im Wohnzimmerschrank. Neben einem grün gefärbten Schweineherz mit roter Naht. Okay, das hast du dir aber einfach so gekauft. Das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Yo. Okay, ich überreiche dir mal deine Ohren wieder. Vielen Dank fürs Zeigen. Stellen wir mal schön zur Seite wieder, ne? Ich verstehe aber noch nicht so ganz, warum. Weil ich denke immer so, wenn ich an Eingriffe körperlich denke, ist für mich immer Gesundheitsaspekt. Alles, was ich bei mir machen lasse, das muss ich irgendwie machen lassen oder ich lasse es machen, weil ich weiß, dass es mir irgendwie weiterhelfen wird, auf die Beine zu kommen, irgendwie ein längeres, gesundes, erfülltes Leben zu führen, so. Und alle Eingriffe, die du jetzt beschrieben hast, die sind so aus Spaß, aus Freude, aus Liebe zum Body Modification, was auch immer. Aber warum ist das bei dir so krass? Also du siehst ja wirklich anders aus. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen. Warum, weiß ich selber nicht so genau, muss ich ehrlich zugeben, weil es sich das bei mir immer so Stück für Stück entwickelt hat. Wie wir vorhin das Thema ja kurz hatten mit Piercings, ja, nie was unter die Haut. Ja, hatte ich ja dann irgendwann gebrochen. Dann habe ich gesagt, oh, Implantate, super. Also, weil mich das dann wirklich gereizt hat. Ich habe mich mit dem Thema weiter befasst und es hat mir einfach gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich würde mir aber niemals irgendwas entfernen lassen. Ja gut, das hatte sich dann 2019 auch erledigt. Klar habe auch ich dann so Punkte, wo ich einfach auch sage, das werde ich aber nie tun, weil es mich auch in der Arbeit einschränken würde. Aktuell bin ich als Bauhelfer, sage ich jetzt mal so, für Baulogistik zuständig. Ne, auf einer etwas größeren Firma im brandenburgischen Bereich. Wenn ich auf dem Bau tätig bin und ich sage, oh, ich will mir jetzt hier die zwei Finger abnehmen lassen, dann gibt es einen anderen Bodymod-Freak, sage ich mal, der hat das machen lassen. Mhm. Der hat jetzt nur noch drei Fingerchen, also zwei plus einen Daumen. Könnte ich mir auf dem Bau einfach nicht vorstellen. Allein, wenn ich einen Schraubschlüssel halten muss oder eine Bohrmaschine, ist halt unpraktisch. Ein wenig, ne? Hast du denn irgendein Ziel, wo du sagst so, ja, okay, das will ich, ich mach das, weil ich dann am Ende so und so was machen kann? Oder ich verstehe das verstehe ich noch nicht so ganz. Für mich ist es das individuell sein. Sich von der sogenannten Gesellschaft, von dieser Masse abzuheben. Und für mich eine eigenständige Person komplett zu sein. Deswegen auch der Name Mr. Skullface, die Totenkopf-Tätowierung. Deswegen auch dann das Entfernen mit der Ohren, weil es einfach ein etwas einheitlicheres Bild für mich ergibt. Ne? Das Schwarzmachen der Augen wirkt für mich halt viel, so als Gesamtkonzept viel eher. Ne? Dass ich dann sage, da will ich hin, das ist das, was mir gefällt. Und das ist einfach so meine Intention aktuell, so zu sagen, ich will ein Kunstwerk werden. Was hast du bisher für all diesen Kram ausgegeben? Also wenn ich bisher jedes Tattoo, jedes Piercing, auch die ich nicht mehr besitze, alles drum und dran berechne mit Entfernen der Ohren, Augen, Zunge spalten, 8.500 Euro. Ja, das ist ein Kunstwerk, definitiv. Kriegt man schon einen Kleinwagen für, ja, ne? Doch, durchaus. Dann habe ich halt auch noch ein paar kleine Chips, die man halt nicht sehen kann. Chips? Ja, Chips. Ja, nicht zum Essen, ne? Nein, nicht zum Essen. Ich habe hier in der Hand sogenannte NFC- oder RFID-Chips. Aber du hast ja jetzt kein Display eingebaut oder so? Nee, leider noch nicht. Noch nicht, okay. Aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Mit dem hier zum Beispiel kann ich meine Wohnungstür öffnen, wenn ich das möchte. Du kannst damit deine Tür öffnen. Genau, ich halte das gegen, dann piept es, dann drehe ich und meine Wohnungstür ist auf. Was kannst du damit noch? Also ich kann auch irgendeine Internetseite draufpacken, kann dann das Handy gegenhalten, Kontaktdaten, Passwörter, wie es einem gerade beliebt.
Ich habe hier in der Hand habe ich auch nochmal einen, plus hier oben einen. Der zum Beispiel dient aktuell dafür, dass auf der Baustelle, wo ich bin, da brauchen wir eigentlich sogenannte Karten, die wir dann gegen das Tor halten, damit wir durchgehen können, um das Baufeld zu betreten. Und ich habe immer keinen Bock, meine Karte mitzunehmen. Ich bin nämlich da ein bisschen faul. Habe ich mir den Code meines Chits da eingelesen und halte jetzt einfach nur meine Hand gegen. Genau, einfach Hand gegen. Und dann laufe ich durch. Ist für die Leute immer so, hat der jetzt? Ja, hat er. Okay, also ich merke schon, du liebst diesen Scheiß. Genau. Du liebst dieses Rumspielen, auch an die Grenzen gehen. Und genau, es gibt natürlich auch noch, da muss ich mal ein bisschen. Was ist das denn? Da bewegt sich wieder was. Genau, es ist eine Prepaid. Nein. Die kann ich aufladen, das wollte ich heute Morgen noch machen. Aber aktuell gibt es irgendwie Verbindungsprobleme durch meine Bank. Die bringt doch gar nichts. Doch, ich lege die normalerweise dann an irgendeinem Kassensystem, lege ich meinen Arm drauf, statt meine Bankkarte. Ach, ich dachte Prepaid fürs Handy. Okay. Nein, eine Prepaid Mastercard ist hier drin. In Mini. Genau. Das ist so eine Go, gibt es ja auch fürs Armband, wo dann dieser Chip drin ist. Dann hältst du halt dieses Armband gegen. Das wurde eingearbeitet in Silikon und dann mit einer etwas größeren Spule und dann kommt das unter die Haut. Und dann. So bezahlst du. Ganz genau. Ich lege meinen Arm hin und die Leute gucken dann immer. Also grundsätzlich, wie sieht es denn im Alltag aus? Also du hast jetzt da so ein paar Chips unter der Hand, das fällt einem aber nicht direkt auf. Genau. Das Erste, was man sieht, ist so, also das Erste, was mir aufgefallen ist, waren die Augen, weil ich nicht genau wusste im ersten Moment, wo guckt er gerade hin. So, jetzt weiß ich, wo dein Augapfel so ist und weiß, wann du mich anguckst und wann nicht. Dann ne, diese Dinger unter deiner Stirn, die Silikonblompen und natürlich dein Drachenzack da oben. Aber also, wie reagieren Menschen im Alltag auf dich? Im Real Life ist es halt so, dass viele gucken. Also sie schauen, drehen sich auch gerne nochmal um. Oder laufen so an einem vorbei. Das war's meistens. Ganz, ganz selten kommen wirklich Menschen auf mich zu und darf ich dir mal was fragen? Oder kann es sein, dass du da und da schon warst? Ich kenne dich doch von da und da her. Viele haben aber eher so Angst. Also sie sehen mich und denken sich so, oh mein Gott. Gab es noch eine Situation, wo du richtig gemerkt hast, so okay, da hat jemand richtig Angst vor mir? Nee, also aber man sieht so diesen Blick, so dieses. Und dann laufen die halt schon mit so einem leichten Bogen an einem vorbei. Da denkt man sich dann auch so, warum? Das ist so dieses Vorurteil. Mhm. Tätowiert oder stark tätowiert. So, nicht jeder Tätowierte ist schlecht oder tut einem was, ne? Da kann auch der Herr im Anzug schlimmer sein in dem Augenblick als ich mit meinen Tattoos. Also ich glaube, jeder, der dir bis hierhin zugehört hat, der wird das definitiv verstehen können. Umgekehrt verstehe ich aber auch, wenn man dich jetzt so auf der Straße sieht und du bist ja jetzt keiner, der unbedingt genauso so breit lachend die ganze Zeit rumrennt und die ganze Welt anstrahlt. Aber selbst wenn du es tun würdest, würde halt im ersten Moment, glaube ich, so von Weitem ja, dieses Totenkopf-ähnliche, was genau. Du ja auch als Ziel hattest, so rausscheinen. Und das genau, ist ja ein bisschen beängstigend schon, oder? Ach ja, es geht in eigentlich. Deiner Welt vielleicht nicht, aber in meiner Welt ist so ein Totenkopf schon immer so irgendwie Horrorfilm, Gruselfilm, irgendwie so in die Richtung. Genau. Weißt du? Ja, aber das Problem ist, weil du gerade sagtest, lächeln draußen rumrennen. Wenn ich die ganze Zeit so draußen rumrennen würde, dann würden die Leute auch denken, so what the fuck, ey, ich muss weg, ja. Der ist mir zu creepy. Ja. Wäre halt nicht so produktiv. Ich möchte aber eigentlich, dass die Leute, wenn sie Fragen haben, sie können gern auf mich zukommen. Also kommt auf mich zu, fragt mich einfach, sprecht mich an. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass die Leute wirklich, wie wurde das gemacht? Warum hast du das gemacht? Weil das ist einfach viel interessanter für die Leute auch, weil du klärst damit auf. Auch bei Kindern vor allem. Ne? Das ist ja so, weil viele sagen so, oh, Kinderschreck und die haben alle Angst. Wie reagieren die? Gibt halt ein paar, die sind so ein bisschen skeptisch, verstecken sich dann hinter den Eltern. Gestern waren wir Eis essen, da war da so ein kleiner Junge, der zeigte zu mir und sagte, guck mal, der sieht aber komisch aus. Ne? Und was habe ich mir, habe ich so Brille hochgemacht, so wer hat das gesagt? Natürlich spaßig, ne? Der Papa hat gelacht, das Kind hat gelacht, alle waren glücklich, dann geht das. Ja. Ich sehe das halt immer sehr locker, gerade bei Kindern, da kann ich nicht hingehen, so war es, was willst du? Hast du selber Kinder? Ich nicht, aber ich kenne halt Leute mit Kindern und die haben alle kein Problem, ne? Auch wenn ich ab und zu die Tochter von einer Bekannten abgeholt habe.
Ey, Kinder sind wirklich das Coolste. Das kann ich auch als Rollstuhlfahrer so beschreiben. Kinder sind wirklich so unvoreingenommen, dass die so oft dann halt gucken, und das ist ein ganz aufrichtiges Gucken und dann auch Fragen stellen, ganz aufrichtig, wo genau. Ich mir manchmal denke, so, ey, wenn wir Erwachsene so aufeinander zugehen würden, wäre vielen geholfen. Wir hätten auch viel weniger Probleme. Diese ganzen Vorurteile einfach mal weglassen, wie das viele Kinder machen. Die gucken halt, die sind halt neugierig und merken aber relativ schnell, kein Problem. Kein Problem. Bei Erwachsenen dauert es viel länger. Du musst dem gegenüber dann dir noch du musst dich präsentieren, du musst denen zeigen, ey, dein Gedanke, den du da gerade hast, der ist falsch. Ja. Nur weil ich tätowiert bin, bin ich jetzt nicht schlechter. Ja, bei Kindern hast du nicht diesen Misskredit wie bei vielen Erwachsenen. Bei Kindern startest du wirklich bei null und hast es selber in der Hand, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Die können dich auch bestrafen dafür. Wenn du ein Arschloch bist, dann merken die das auch schnell. Genau. Aber wenn du ein cooler Typ bist, dann halten sie auch mal schnell Abstand, wenn du Pech hast. Ne? Das kann sein, ja. Haben dann halt dementsprechend so ein schlechtes Bild. Schlecht ist natürlich, wenn sie vorher schon andere Tätowierte getroffen haben und haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Dann fällst du für das Kind oder auch für Erwachsene in dasselbe Raster. Ja. Dass sie dann sagen, der ist bestimmt genauso. Ich bin auch mal gespannt, was die Zuschauer zu Hause sagen würden. Gibt es irgendwas an eurem Körper, wo ihr sagt, so, boah, da würde ich gerne irgendwas verzieren, da würde ich gerne mal ein Tattoo machen, du zeigst auf deinen Bauch. Der muss wieder ein bisschen runter. Der muss runter, okay. Aber das ist sowas von. Ein ganz anderes Thema. Aber ja, habt ihr selber irgendwie das Gefühl, dass ihr mal so ein paar Piercings ausprobieren wollt? Oder sagt ihr, nee, das ist mir alles zu heikel gerade, ne? So Entzündungsgeschichten wie bei Sandro und so, da möchte ich kein Risiko eingehen. Also ist ja auch lustig. Jetzt haben wir heute so du bist Team extrem in die Einrichtung und ich bin eher so, Hauptsache alles funktioniert am Körper, lass es so, wie es gerade ist. Ich bin mal gespannt, wie ihr da draußen das seht. Sandro, jetzt würde mich aber noch interessieren, was würdest du dir von uns als Gesellschaft, also den Menschen da draußen und mir irgendwie wünschen, und was würdest du vielleicht aber auch anderen Leuten, die so ein bisschen anders aussehen, raten? Also ich wünsche mir von der heutigen Gesellschaft einfach, dass man viel mehr wieder miteinander agiert, weniger Hass und Hetze, vor allem auch im Internet. Wenn euch irgendwas interessiert, geht auf die Leute zu, redet mit den Leuten. Seid freundlicher, sagt einfach mal Bitte und Danke, denn das sind so kleine Worte, die aber sehr, sehr viel bewirken können. Und an Menschen, die individuell sind, die sich ausgegrenzt fühlen, ihr seid nicht allein. Es gibt genug Menschen, die vielleicht genauso sind wie ihr. Macht euer eigenes Ding, lasst euch nicht unterkriegen. Wenn euch jemand mobbt, steht einfach drüber. Ignoriert es in den meisten Fällen sogar, denn das tut dem Mobber mehr weh, als wenn du darauf anspringst. Das kann ich euch einfach nur raten, denn genauso mache ich das nämlich auch. Links rein, rechts raus und einfach nicht zuhören. Ein sehr guter Tipp. Also Freunde, ich hoffe, ihr konntet damit heute was anfangen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass wir da einiges noch beantworten können. Und ich danke dir erstmal, dass du heute hierher gekommen bist. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast alle Fragen beantwortet. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hier sind jetzt noch ein paar Videos eingeblendet und wir verabschieden uns. Dürfen noch mal winken zum Abschied. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja.